Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, schön, dass du hergefunden hast und heute springen wir wieder mal in die österreichische Bundesliga. Da hat sich in Drachentransfers noch etwas getan, denn der österreichische Rekordmeister SK Rapid Wien hat sich noch mit zwei sehr jungen Talenten verstärkt, nämlich einmal mit dem Innenverteidiger Emanuel Aiwu von Admira Wacker Mödling, der fest verpflichtet wurde, und das Talent Tiano Ballo vom FC Chelsea, den Rapid für eine Saison ausgeliehen hat. Sprechen wir mal darüber, was diese Deals genau aussagen für Rapid und wie die beiden Rapid auch verstärken können. Viel Spaß mit diesem Video. Also SK Rapid Wien hat sich nochmal verstärkt und zwar mit Spielern für die Zukunft und Spielern, die Potenzial mitbringen. Sie haben jetzt sowohl Aiwu als auch Ballo auf ihren Social Media Kanälen offiziell bekannt gegeben. Wie schon erwähnt, Aiwu ist ein fest verpflichteter Spieler aus der Liga von Admira Wacker Mödling und Ballo ist vom FC Chelsea ausgeliehen aus London und wird nur eine Saison bei Rapid bleiben. Sprechen wir mal über den Innenverteidiger Emanuel Aiwu. Er kommt aus der Jugend von Admira Wacker und spielt dort eigentlich seine ganze Karriere schon. Er ist erst 20 Jahre alt, aber hat sich dort über die Jahre auf jeden Fall zum Stammspieler in der Innenverteidigung gemausert und gehört sicherlich zu den vielversprechendsten Innenverteidiger-Talenten in der österreichischen Bundesliga. Sein Abgang war doch etwas unrühmlich, doch er hat sich jetzt nämlich rausgestreikt bei Admira, weil er wechseln wollte, jetzt wie man weiß zu Rapid, und deswegen mit eher einem bitteren Nachgeschmack, wie er die Admira verlassen hat. Aiwu ist 20 Jahre alt, er ist in Innsbruck geboren, er ist Österreicher, er ist 1,85 groß, Innenverteidiger und ist ein stark Fuß der Rechte und er hat einen Marktwert von 2 Millionen Euro. Er ist er ist nicht der größte Innenverteidiger, er hat eine gute physische Ausrichtung als Innenverteidiger, gutes Passspiel und ist auch relativ schnell, also auf jeden Fall ein Innenverteidiger, der sich für die Zukunft auf jeden Fall auch noch verbessern kann. Sprechen wir über Tiano Ballo, den 19-jährigen Österreicher, der vom FC Chelsea zu Rapid kommt, wie schon erwähnt, leihweise nur, und der wird, wie gesagt, die Hütteldorfer jetzt in dieser Saison im offensiven Mittelfeld verstärken. Ballo ist ein sehr interessanter Spieler, denn er spielt für die U21 in Österreich und gilt als einer der interessantesten Talente momentan im österreichischen Fußball, weil er vor allem bei Chelsea auch einen ziemlich guten Weg hingelegt hat, was natürlich auch nicht sehr einfach ist. Ballo ist 19 Jahre alt, er ist in der Elfenbeinküste geboren, hat dementsprechend auch Wurzeln dort, aber in Österreich aufgewachsen und hat bei LASK Linz begonnen Fußball zu spielen, ist dann über Ecken zu Bayer 04 Leverkusen gekommen und dann in die Jugendabteilung vom FC Chelsea nach England gegangen. Er ist 1,72 groß, spielt im offensiven Mittelfeld, ist ein sehr trickreicher Spieler, relativ schnell und immer im 1 gegen 1 aktiv. Er ist ein starker Fuß der Rechte und sein aktueller Marktwert beträgt 600.000 Euro. Hier habe ich euch nochmal kurz und knackig beide Deals veranschaulicht. Also Emanuel Aiwu unterschreibt einen Vertrag bis 2023/24 und die Ablösesumme für seinen Transfer beträgt ungefähr 57.000 Euro. Ballo wird nur ausgeliehen von Chelsea. Es gibt keine Kaufoption für Rapid. Kann natürlich vielleicht nach dem Ablauf der Leihe über einen Kauf diskutiert werden, aber momentan ist es nur so, dass Rapid ihn Spielpraxis geben soll und eventuell dann eher zu Chelsea zurückkommt und dort vielleicht auch in die Kampfmannschaft kommt, was natürlich auch eine sehr, nicht sehr einfache Aufgabe ist, natürlich mit der aktuellen Standard, den Chelsea in ihrer Mannschaft hat, aber bei Rapid soll er auf jeden Fall mal Spielpraxis bekommen. Nun meine Frage an euch, was haltet ihr von diesen zwei Deals für Rapid? Glaubt ihr, dass diese sehr sinnvoll waren? Glaubt ihr, dass Aiwu vielleicht in der Innenverteidigung einen neuen Standard setzen kann, dass er dort Rapid verbessern wird, weil die Defensive ist immer etwas wackelig bei Rapid? Denkt ihr, dass er vielleicht für zukünftige Aufgaben geschaffen ist? Und glaubt ihr, dass auch ein Talent wie Tiano Ballo in Rapid Fuß fassen kann, vielleicht auch in die Fußstapfen von dem er treten kann, der ja dort wirklich seine Karriere wirklich starten konnte? Schreibt alle eure Meinung gerne in die Kommentare, ich diskutiere wie immer gerne mit und bewertet gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr länger auf dem Kanal bleiben wollt, würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis bald und ciao!